Nachmittag. Mein erster Eindruck auch von dieser Pressekonferenz sehr positiv, weil ich sehr viele lachende Gesichter gesehen habe. Und das war in der Meisterrunde nicht immer so. Und ich kann aber eins versprechen, die Mannschaft wird uns in dieser Saison viel Freude bereiten. Und ich möchte das auch begründen, weil ich glaube, dass wir wirklich sehr spannende Neuzugänge haben, wie Yannis Letar, Christoph Mondschein, Florian Flecker. Es kommen wichtige Spieler zurück, wie Marco Ragusch, dann Kara kommt zurück, Andy Gruber, wahrscheinlich erst im Herbst. Und wir haben junge Perspektivspieler von unten, von den Juniors heraufgezogen, wie Jan Boller oder Enrique Wild. Und ja, ich habe in der letzten Woche schon gesehen, wie ich einfach hier war, dass immer wieder Spieler da waren in ihrer trainingsfreien Zeit und hier hart trainiert haben und auch heute viele, viele lachende Gesichter. Ich hoffe, Gernot kann das bestätigen. Er freut sich, dass es losgeht. Wir haben doch eine lange Pause hinter uns gehabt, jetzt von 4 Wochen. Aber ich glaube, es war richtig, den Spielern auch entsprechende Freiräume zu geben und jetzt mit vollem Einsatz in die Saison hineinzustarten. Vorweg möchte ich sagen, dass es ganz unterschiedliche Gründe gab, dass wir hier Wechsel vollzogen haben, dass wir hier zwei neue Trainer bei uns im Trainerteam haben. Ich wünsche denen, den dreien, die den Verein aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen haben, jetzt wirklich alles Gute für ihre neuen Aufgaben, für ihre neuen herausfordernden Aufgaben, für ihren neuen Job. Und möchte aber auch sagen, dass diese neue Zusammenstellung des Trainerteams für uns natürlich auch eine große Chance jetzt darstellt, uns jetzt fachlich und menschlich richtig gut aufzustellen. Und ich kenne die beiden sehr gut, die nun ins Trainerteam kommen. Andy Wieland, den habe ich über 2 Jahre als Tutor, als Mentor in der Trainerausbildung begleitet. Er ist fachlich top und ich habe auch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihm. Das Gleiche betrifft René Gadler, der jedem LASK-Anhänger bekannt ist, der ja genau weiß, worum es einfach beim LASK geht, und ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit. Ich denke, wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben uns alle wieder gefreut, dass wir uns wieder sehen. 4 Wochen Urlaub ist jetzt für uns Fußballer nicht alltäglich, oder ich denke, kann eigentlich, aber es war eine sehr lange Zeit. Ich denke, es war aber notwendig, mal 2 Wochen komplett abzuschalten, und ich denke, dass letzte Saison vieles passiert ist, viele Highlights dabei waren, aber zum Schluss hin die eine oder andere Enttäuschung, und von dem her war es mir gut, mit dem Kopf wegzukommen. Aber jetzt hat ja, beginnt eine neue Saison, Neuanfang mit neuer Mannschaft, das Trainerteam ist neu, also sehr spannende Situation, und ja, wir sind bereit und freuen uns auf den Trainingsauftakt. Ja, gerne. Ich bleibe mal gleich bei dir. Der Trainer hatte sich nämlich schon mal geäußert im Frühjahr zum VAR, der jetzt kommen wird ab der neuen Saison, hat es begrüßt. Es gibt viele, die Hurra rufen jetzt, dass er endlich da ist. Wie siehst du es jetzt als Spieler? Du hast ja international schon mal Erfahrungen mitgemacht, nicht nur die besten. Ich denke, es ist auch Toleranz erstmal gefragt in der neuen Saison dort, weil es ja erst nochmal in den Kinderschuhen steckt in Österreich. Ich denke, grundsätzlich ist es schon zu begrüßen, jede Hilfe für einen Schiedsrichter da anzunehmen und das zu nutzen. Es geht in erster Linie, glaube ich, darum, wie man das umsetzt. Und es wird trotzdem Situationen geben, die einfach schwer zu beurteilen sind. Und ich glaube, das sieht man jetzt da beim großen Turnier wie bei der Euro, dass es Situationen gibt, wo sich die Experten nach dem Spiel noch nicht einig sind. Und ich denke, das wird erhalten bleiben. Und aber natürlich wird es dazu beitragen, dass Situationen wahrscheinlich besser beurteilt werden, und wird wahrscheinlich Hilfe sein für die Schiedsrichter, und ich glaube, die haben das alle sehr begrüßt, und von dem her müssen wir, glaube ich, offen dem gegenüber sein. Wird wieder was Neues sein, aber ja, ich denke, seit Corona sind wir offen für viele neue Dinge, und da muss man dem allen positiv entgegenbieten. Die Spieler, die verletzt zurückkommen, die waren schon vorher im Trainingsprozess, allerdings nicht in vollem Umfang, also nicht die gesamte Trainingszeit über, und werden jetzt in den Trainingsprozess voll einsteigen. Wir werden schon natürlich auch auf sie noch etwas Rücksicht nehmen müssen, aber wir haben da gute
Möglichkeiten, die Belastungen zu steuern, und wenn wir sehr, sehr gut auf sie schauen, dass wir sie gut vorbereiten und hinbekommen für den Meisterschaftsstart. Alex Schmidt ist heute da, er ist leider noch leicht angeschlagen, hat noch eine Knöchelverletzung von seinem alten Verein mitgenommen, und Tobias Anselm ist jetzt aktuell kein Thema. Wo wir gerade bei den Personalien sind, was ist denn jetzt noch geplant an Personalien? Und ist auch Nemanja Selic ein Thema, den man ja bestens hier kennt in Oberösterreich? Wie immer und wie in jedem Jahr ist der LASK fertig mit dem Kader in der aktuellen Situation. Wir haben, denke ich, einen sehr spannenden Kader, einen sehr guten Kader, einen sehr breit aufgestellten Kader, wo wir alle Positionen doppelt besetzt haben. Nemanja Selic hat eine großartige Saison gespielt, aber wie Sie wissen, sind wir auf der Position 6 sehr gut aufgestellt und haben hier viele gute Spieler, und von daher ist da in die Richtung nichts angedacht. Wie ist denn jetzt die Zielsetzung für die neue Saison? Zweimal Vierter jetzt gewesen, seit dem Wiederaufstieg immer unter den Top 4 gewesen? Wir haben uns für uns vorgenommen, dass die Leistung passen muss. Wir versuchen, so schnell wie möglich in die Spur zu kommen. Die Fans kommen wieder ins Stadion, und wir wollen den Fans und allen hier das bieten, was den LASK ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Hohe Intensität, Zweikämpfe, Dynamik. Und es muss einfach unglaublich schwer sein, den LASK zu besiegen und zu schlagen. Und ich denke, die Minimalziele haben sich nicht verändert im Vergleich zur letzten Saison. Der LASK war in den letzten Jahren immer unter den Top 4, und da soll sich auch daran nichts ändern. Ja klar, die Situation ist so, dass wir natürlich doppelt besetzte Positionen gern hätten, und das ein oder andere Gespräch ist noch zu führen. Wir wollen ja natürlich auch einen Kader haben, wo die Spieler zufrieden sind, wo sie die Perspektive und die Möglichkeit haben, auch zu Einsätzen zu kommen, und da ist noch das ein oder andere Gespräch zu führen. Aber auf der Zugangsseite, wie du angesprochen hast, sind wir durch. Auf der Abgangsseite gibt es natürlich das ein oder andere Gespräch noch zu führen. Die Analyse ist relativ einfach zusammengefasst. Die Meisterrunde war schlecht. Und da gab es verschiedene Gründe. Wir wollten auch in manchen Phasen zu viel. Wenn ich so an den Herbst denke, wir haben im Dezember gegen Tottenham gespielt, wir haben dort ausgeglichen, wir haben im Dezember waren wir Tabellenführer nach dem Sieg gegen Ried und waren extrem unzufrieden, dass wir in den letzten 25, 30 Minuten kein Tor mehr erzielt haben. Also es hat sich alles verschoben für uns, und dann im Frühjahr ist es dann schon so gewesen, dass wir vielleicht zu schnell gewisse Entwicklungsschritte gegangen sind. In unserem Spiel, da geht es um ein paar taktische Dinge, die jetzt zu sehr ins Detail gehen würden, und das habe ich schon für mich auch sehr selbstkritisch beleuchtet, weil die Anfangsphase im Herbst war richtig gut, und dann haben wir peu à peu immer den nächsten Schritt gesetzt und sind vorangekommen. Und die Daten belegen das auch. Wenn wir uns die Daten anschauen, dann war die Herbstsaison eine der besten der letzten Jahre, und die Meisterrunde war eine der schlechtesten von den Daten her. Und die Daten lügen nicht, und deswegen waren wir da auch sehr selbstkritisch und wissen, dass wir mit sehr viel Kalkül unsere nächsten Schritte gehen müssen, aber auch mit dem Wissen, dass wir es schon können, gekonnt haben und im Herbst auch sehr, sehr gut gespielt haben. Stimmt, man könnte es aber auch so sehen, dass wir in der Rückrunde nur 2 Punkte weniger als im Herbst gemacht haben. Aber ich gebe Ihnen recht, die Performance, der Flow war dahin, und da gab es viele Gründe, und da kamen natürlich auch andere Gründe dazu, wie gewisse Verletzungsprobleme, dass wir nur mehr 3 Stürmer zur Verfügung hatten, die eigentlich dann auch immer durchspielen mussten. Also da gab es natürlich auch einige andere Gründe, die dafür ausschlaggebend waren. Nachdem ich als Trainer ganz vorne stehe, bin ich auch für die Auswahl verantwortlich. Aber man muss natürlich auch dann so sehen, dass jeder hier, ich denke auch Sie, die hier im Herbst gesessen sind, die Spiele beobachtet haben, auch mitbekommen haben, ich glaube auch die Mannschaft ganz klar mitbekommen hat, dass es ein Erfolgsmodell war im Herbst mit Sicherheit. Es sind dann einige Dinge passiert, und was ich mir einfach vorwerfen oder selbstkritisch vorwerfen kann, ist, dass ich vielleicht in manchen Dingen zu spät reagiert habe. Aber für uns war es einfach wichtig, die Meisterschaft noch rüber zu bringen, Ganze auch zu Ende zu bringen. Und ich denke, ich nehme mich da nicht aus, und
glaube aber dennoch jetzt, dass ich mit den beiden Leuten Personen einfach gefunden habe, die, mit denen ich einfach sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann, die alles mitbringen, was wir brauchen, um, denke ich, das Erfolgsmodell des Herbstes auch weiterzuführen. Weil ich die handelnden Personen einfach richtig gut kenne und weil ich Andy Wieland richtig gut kenne. Ich kenne ihn 2 Jahre. Ich habe ihn begleitet als Mentor in der Trainerausbildung. Ich weiß, wie er bei seinen anderen Vereinen gearbeitet hat. Wir haben uns privat sehr viel ausgetauscht und ich kenne ihn einfach sehr gut. Und ja, letztes Jahr ist es natürlich auch so gewesen, dass man den einen oder anderen nicht so kannte, aber am Ende des Tages habe ich jetzt oder bin überzeugt davon, einfach die richtige Entscheidung getroffen zu haben und daran lasse ich mich auch gern messen. Zur Eile, möglicherweise werden wir noch eine Person oder Position besetzen, aber ich denke, wir werden einmal jetzt so in die Saison starten und in die Vorbereitung hineinstarten. Vielleicht noch an den Themenblock anschließend. Der René Gardner, wenn ich das richtig verstanden habe, ist da für die Defensive zuständig. Welche Überlegung ist da dabei, dass ein Stürmer, für die Defensive, ein ehemaliger Stürmer, für die Defensive zuständig ist? Weil er als erster Verteidiger sehr, sehr viel Erfahrung hat in dem Bereich und die Stürmer sind unsere ersten Verteidiger, ist unsere erste Angriffslinie. Er fühlt sich in diesem Bereich wohl, aber er wird natürlich auch Individualtrainings im Bereich einfach der Stürmer übernehmen, weil er dann natürlich noch mehr Gefühl und Erfahrung in dem Bereich hat. Die Lastina ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Systems und wir haben jetzt sehr, sehr stark in den letzten Wochen daran gearbeitet, diese noch einmal zu präzisieren, noch einmal absolute Klarheit herzustellen. Wann sind wir im Bereich der DNA oder gibt es irgendwelche Situationen, wo wir uns vielleicht außerhalb dieser DNA bewegen, weil wir das nicht wollen. Also ich glaube, hier ist einfach eine Klarheit im Verein, von der Profimannschaft über die Juniors bis in die Akademie notwendig, um das klar und präzise festzulegen. Weil, ja, was ist die Last-DNA? Man muss sie ganz präzise, ganz genau festlegen und dann überprüfen und Mechanismen haben zu überprüfen und wir uns einfach drin bewegen. Alle Jahre wieder, Salzburg, Veränderung, neuer Trainer jetzt, personell wird es auch wieder Veränderungen geben bei Spielern und da wird man ja dann immer wieder die Chance im Lande. Wie siehst du das, wird jeder noch die offizielle Umfrage von der APA ja dann kommen, man Trainer und Kapitän. Wie siehst du jetzt die Ausgangslage, was die Meisterschaft betrifft? Wie siehst du die Chancen von anderen Vereinen und die Möglichkeit näher ranzurücken an Red Bull Salzburg? Ich denke, in erster Linie wird sie daran nichts ändern. Salzburg wird der große Favorit sein. Sie bringen die meiste Qualität mit. Sie haben das größte Budget, mit Abstand das größte Budget in der Liga und sie werden der klare Favorit sein. Ich denke, für uns da irgendwie jetzt was anzustreben, da Salzburg nahe zu treten, wäre glaube ich der falsche Ansatz. Für uns ist wichtig, wieder in die Spur zu kommen, unser Spiel, das den LASK ausmacht, auf den Platz zu bringen und uns da zu verbessern. Und ja, ob jetzt irgendwer Salzburg das Jahr gefährden kann oder nicht, ich denke, das wird sie der Verlauf dann der Saison zeigen, aber ja, finde ich schwer, da jetzt irgendwie so ein Statement im Vorhinein abzugeben. Ich denke, Salzburg wird der große Favorit sein und wenn es die Saison hergibt, dann kann vielleicht jemand angreifen, aber ja. Gut, gibt es Wetterfragen? Machen wir hier kommen. Es ist ja auch Nationalteamtag heute. Viele Laskers hätten wahrscheinlich dich gerne gesehen heute Abend gegen die Ukraine. Hast du diese Spiele verfolgt von Österreich und hast du mal Kontakt aufgenommen mit Alex Schlager? Ich habe die Europameisterschaft, zumindest die österreichischen Spiele, verfolgt. Ich habe meistens nur die Abendspiele gesehen, weil ich untertags die ganze Zeit eigentlich meinen Kindern und meiner Familie gewidmet habe. Ich drücke natürlich die Daumen für heute. Ich hoffe, dass sie den Aufstieg schaffen und würde es ihnen absolut vergönnen. Schade natürlich, dass da Alex, unser Tormann, nicht zum Spielen kommt, aber ja, ich habe jetzt da keinen Kontakt mit ihm gehabt. Für mich war die Zeit jetzt wirklich Urlaub und wenig Fußball, wenig Gedanken verschwenden, Kopf frei bekommen und das war das, um was mich die letzten Wochen gekümmert hat.